So, da bin ich wieder. Und jetzt kann ich euch auch ein bisschen mehr sagen. Es war der 9. Dezember 1995. An dem sind meine Eltern losgeflogen, um mich abzuholen. Entschuldigt, aber ich muss jetzt eben hier gucken, weil Friedrichshafen nach Brasilien. Und ja. Und ja. Ist das Haus und davor steht die Nonne, das ist Schwester Schilda, dem bin ich damals da mit meinen Eltern gewesen. Und ja. Ja, er hieß Vasili, ich hatte recht. Ja, gut. Ich gucke mal, ob ich hier gerade noch ein Foto finde von mir. Ich hätte hier eins, aber da ist mein Papa mit drauf und ich weiß nicht. Ihr wisst ja. So, da, also bitte, die sind echt überall mit drauf. Die haben mich auch nicht 5 Minuten. Doch, ich habe eins. So. Ja, wartet, daneben ist eins, wo ich nicht angezogen bin. Das ist auch so eine Sache bei mir gewesen. Ich habe ständig Fotos gehabt, wo ich nicht angezogen bin. Ich war schon damals nicht unbedingt der Fan von Stoff und sowas. Ja, gut. Nein, da bin ich auf der Toilette. Ach, das ist echt schwierig. Wir wollen ja nicht hier irgendwie, dass ich Ärger bekomme wegen Kindergeschichten oder irgend sowas. Dabei bin ich selbst, sogar ich selber. Also, naja. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt da mehr Ärger einkassieren. Aber ich glaube, jetzt bald müsste eins von mir ohne meine Eltern sein. Ja, je, die beiden sind ja wie so. Die sind ja voll da mit, auf jedem mit drauf. So, nein, das ist jetzt nicht. Ja, nein, aber es muss doch irgendwo eins sein, wo nur ich drauf bin. Ja, gut, jetzt müssen wir halt damit leben, dass man. Ihr seht jetzt vielleicht ein Stück von meinem Vater. Und das war ich, als ich klein war. So sah ich aus und glaubt mir, dieses Knatschegesicht, das war chronisch. Das war bei mir, als ich ein Kind war, wirklich chronisch. Ich war ein chronisch knatschiges Kind. Außer wenn ich mit meinem Papa zusammen war. Weil der war damals mein Held, mein persönlicher großer Held. Und ja. Ja, jetzt hätte ich eins, wo ich alleine drauf bin. So, ich muss es so halten, dass er nicht daneben ist, wenn ich auf Klo bin wieder. Da, das war ich auch. Das Kleid, und das ist tatsächlich wahr, das gibt es heute auch noch. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber irgendwo habe ich das Kleid noch. Ja. Aber eigentlich war ich ja jetzt gerade dabei, euch einen anderen Teil der Geschichte zu erzählen. Aber naja, das reicht jetzt nicht mehr. Also würde ich sagen, ich gucke mal, ob ich noch ein nettes Bild finde, damit ihr noch so ein bisschen einen Eindruck von mir da habt, als ich klein war. Das ist, ja, ich weiß nicht warum, aber ja, das Bild hier, das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Ich weiß auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, das ist so das Bild, wo ich mit Abstand am glücklichsten war. Aber um ehrlich zu sein, jedes Bild, auf dem ich mit meinem Papa, als ich ein Kind war, drauf war, war ein glückliches Bild. Das ist übrigens mein Album. Es beginnt mit den Worten, das ist wirklich wahr. Meine Mutter war ja, also die hat die ganzen Sachen archiviert und hier steht: Auf geht's ins große Abenteuer. Und dann eben mein Name, mit dem ich zur Welt kam, weil, das habe ich bisher noch nie erwähnt, aber. Oder habe ich schon erwähnt, aber ich habe mit 18 meinen Namen ändern lassen, weil ich eben mit dem anderen Namen so viele Sachen verbunden habe, die ich nicht unbedingt noch haben wollte. Ja, eigentlich schon schön, wenn man sich mal so überlegt, wie viel Zeit da dazwischen schon vergangen ist. Und hier ist dann tatsächlich auch schon der zweite Teil von diesem Buch, aber meine Geschichte, die ich euch nachher erzählen will, ist ja eine andere. Aber das Ding ist, wir haben jetzt nur noch 20 Sekunden. Wenn ich jetzt die Geschichte anfange, wäre das ein bisschen unpraktisch, um ehrlich zu sein. Also. Ja, aber auf jeden Fall sind meine Eltern vom 9. Dezember. Lasst mich nicht.
Na gut. Ja, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil.